Oh, Link ist hoffentlich gut ausgeschlafen und wir sagen einfach auch mal Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Majora's Mask. Wir sind immer noch dabei, uns ja, was wollten wir eigentlich tun? Stimmt, wir sind immer noch uns. Ah, habe ich denn heute? Wir farmen immer noch Flaschen, so was. Die Flasche farmt die Flaschen. So, oh mein Gott. Gott, heute ist so echt nicht mein Tag, habe ich das Gefühl. So, und Sümpfe des Vergessens. Da wollen wir hin. Und wie ich gerade im Chat sehe, schauen uns 10 Leute zu, was ich prinzipiell ziemlich cool finde. Das ist natürlich immer super, wenn im Livestream so viele Leute zuschauen. So, zack. Okay, nochmals vielen Dank und bla bla bla. So, klingt spaßig. Ich glaube, wir sollten eigentlich. So. Na, komm schon, komm schon. Ach so. Ach komm, jetzt mich flachsen. Ach, du verarschst mich doch. Aha, geht doch. Das ist die Hexe. Erst treffen wir gar nichts und dann treffen wir wie ein Pro oder was? Kommen die Counter-Strike-Skills raus. Hex würde True Force jetzt schreien. Hex. Der hat doch an. Voll ins Leere am Ballern, aber egal. Ach, komm schon, komm schon, komm schon. Mal geht's easy peasy und mal braucht man halt irgendwie. Der knallt das Ding da so an die Wand. Das finde ich zum Beispiel cool, weil er knallt wirklich mit dem Pfeil, ballert er das an die Wand. Müsst ihr jetzt mal drauf achten. Da. Ah. Komm schon. Wow. Da, zack, bleibt er an die Wand. Einfach die arme Hexe abgeschossen. Ich meine, die könnten wir ja auch runterschießen, ne? Könnten wir. Nein, komm schon. Jo. Sind die Burning Pandas vereint? Ja, die Burning Pandas, die sind vereint. 20 nicht übel, wenn man bedenkt. Nun gut, wie versprochen. Hier, nimm das. Holy shit, da haben wir die erste Flasche schon. Was ziemlich gut ist. So, zack. Okidok. So. Der Nebenjob der Hexe. Okay, so. Jetzt nochmal die Frage in den Chat. Was kommt als nächstes nochmal? Was müssen wir machen, um die nächste Flasche zu bekommen? Ich meine, das wäre es auf dieser komischen Farm gewesen. Ich bin mir nicht sicher.
So, zack. Und zack, zack. Da haben wir eine Fee, die brauchen wir aber prinzipiell gerade nicht. Ja, Redi ist immer noch irgendwie tot. So, zack. Und wir müssen sowieso erstmal nach Unruhestadt. Die Kaffei-Quest müssen wir jetzt machen. Was war die Kaffei-Quest nochmal? Mit den Aliens, das glaube ich, ne? So, dafür brauchen wir sowieso wieder 50 Rubine. Bedeutet, wir brauchen hier 26, die wir mitnehmen müssen. So. Kaffei-Quest bis zur Eilpost. Okay. Blablabla. Wir müssen erstmal die Maske aufsetzen. So. Ab dafür und so. Brauchen wir sowieso die Bombe, müssen wir kaufen. Whoa. Die Aliens waren auf der Farm. Ja gut, aber die Alien Quest habe ich auch noch nicht gemacht. So, zack. So, wir machen erstmal die Alien Quest. So. Was? Was willst du? So. Nein, Kaffeis Maske habe ich nicht. Wer ist Kaffei? Ich habe keine Ahnung. Ich mache sowieso erstmal diese Alien-Quest jetzt. Und noch nicht die Kaffei. Ich weiß auch nicht, wie man die Kaffei-Quest irgendwie auslösen kann oder sonstiges. So, zack. Guck mal, ich hab ein Geschenk für dich, mein Freund. Pass mal auf jetzt. Wir haben hier so eine richtig schöne, gute Bombe dabei, ja? Diese Bombe können wir nehmen und sagen so: Tschüssi! Ja, ich spiele später auch noch Monster Hunter. Muss ja alles aufgenommen werden, heute mal so. So. Was geht? Schau mal, die könnte ich auch vom Himmel holen. Siehst du? Boom! So, hier irgendwo. Warte, du kannst mit der älteren Schwester in die Kisten im Elchbar. Kannst du sowas Typen ansprechen? Du wieder eine Maske. Du gehst nachts in dieses Gasthaus und kriegst einige Aufträge. So. So, wir sollen wohl jetzt gerade irgendwie die ältere Schwester aufsuchen. Und das Ganze werden wir dann mal tun. Mal gucken, wo sich diese aufhält. Hier auf jeden Fall schon mal nicht.
Okay, ich muss wohl das als erstes mit den Aliens machen. Das bedeutet, wir müssen halt jetzt hier noch wirklich eine ganze Weile ausharren. Pfeile haben wir ja noch einige. Kann ich den Busch jetzt hacken? Nee. So, was wir ja mal machen können, ist, wir können ja schon mal Epona rufen. So, wollen wir den Pferdesong? Epona, da bist du ja. Braves Pferd. So, prepared for aliens. Alien Invasion. Okay, jetzt sollten gleich auch diese blöden Aliens irgendwie spawnen, glaube ich. Oder um 2 Uhr. Wir können uns ja Witze erzählen. Ja, dann erzähl mal Witze. Also, wenn jemand einen guten Witz auf Lager hat, dann nur zu. Ich weiß auch gar nicht, wo die auftauchen, die Aliens. Ob die direkt hier irgendwo spawnen oder im Nebending. Ich glaube, ich habe gerade eine Skulptula gehört. Okay, im äußeren Gebiet kriege ich gerade zu hören. Dann raus ins äußere Gebiet. Hier wird es wohl wahrscheinlich nicht sein. Ich schau mal im Internet nach Witzen. Wieso schaust du im Internet nach Witzen? Etwa so unlustig? Jetzt dümpeln wir hier erstmal bis um 2 Uhr morgens rum, oder was? Nur um zu gucken, wo diese blöden Aliens auftauchen. Wir können aber nochmal ins Questbook schauen. So, rette die Kühe. Okay, um 2 Uhr nachts. Wir haben 7:14 Uhr abends. Das heißt, es dauert halt wirklich noch eine ganze Weile, ne? So, okay, Wecker wurde gestellt. Das heißt, wir haben wirklich noch jede Menge Zeit, um hier irgendwas zu tun. Aber ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut. Okay, als Gästejäger. Ich muss eigentlich nur die Scheune bewachen, wo die Kühe sind. Ich gehe mal davon aus, dass das Ding hier ist. So, einfach mal hinabsteigen. Sind da die Kühe drin? Kühe, seid ihr hier? Mal gucken, ob es denen noch gut geht. Den Kühen geht es soweit gut. Aber um das Ganze ein bisschen schneller zu machen, können wir ja was anderes machen, ne? So, auf wie viel Uhr wollen wir denn gehen? 2 Uhr? 2 Uhr nachts? Ja.
So, Taya will irgendwas. Hey, hör mal, hattest du nicht etwas vor? Wirf mal einen Blick in deinen Terminplaner. Ja, wissen wir. Wo sind denn jetzt die Aliens hier? Ah, da ist die Schwester. Muss ich der jetzt hinterher? Ich glaube, ja, oder? Was? Rede doch. Warum können wir dich nicht anvisieren? Ah. Bald ist es soweit. Okay. Aber wir haben doch schon 2 Uhr, oder? Nein, wieso? Ah. Sie sind gekommen. So, ich weiß nicht, wie ich hier, wie, wo, was, aber ich bin guter Dinge. Wir spielen hier einfach nur den Rambo. Und verteidigen hier so gut es geht. So, zack. Du Scheiße, diese Viecher spawnen ja immer wieder neu. Die haben irgendwie Ähnlichkeit mit der einen Maske, die wir. Also mit dem ersten Boss. Aber ob das so. Man weiß es nicht. Man munkelt noch. Was habt ihr denn da hinten? Haltet euch fern. Wie lang geht der Scheiß? Komm, Junge. Ich hasse Aliens. Was? Ich fühle mich hier leicht verarscht. Machen jetzt einfach, wir kreisen hier am Haus entlang. Was, dreh dich um? Ah, noch geht alles hier ganz easy peasy von der Hand. Fuck. Oder doch nicht? Komm schon. Wir sind Link van Helsing. Wir kriegen das schon irgendwie auf die Kette. Die Sonne geht schon fast auf. Wir haben es beinahe geschafft. Beinahe. Ich sag nicht ganz, sondern ich sag beinahe. Hinterm Haus ist noch einer. Der Hund hat's gesehen. So, zack.
Der Hund ist klug, der Hund ist klug. Ah, das ist so anstrengend. Man kann gerade auch nichts anderes tun. Ah. Außer diese Invasion hier versuchen abzuwenden. Weg mit dir. So, bam! Quest erledigt. Go Nero, wir glauben an dich. Hooray! Na, so weit, so gut, würde ich sagen. Wir haben es geschafft. Wir haben sie besiegt. Ich danke dir. Dank deiner Hilfe wurden die Kühe gerettet. Nimm dies als kleine Aufmerksamkeit. Bitte an. Ah, und wenn du trinkst, solltest du nicht vergessen, die Hüfte zu checken. Was? Milch. Okay, wir haben in dem Sinne die zweite Flasche bekommen. Ja, ich würde sagen, zwei Flaschen in einem Part ist schon ganz gut. Und jetzt fehlt uns nur noch eine. Und dann können wir prinzipiell weitermachen mit. Was macht man mit einem Hund, der keine Beine hat? Um die Häuser ziehen. Ja, den kannten wir schon. Den habe ich schon vor ein paar Tagen gerissen. Hallo Nightkeeper. Grundsätzlich, wir trinken jetzt noch schnell unsere Milch aus. Und haben. Damit auch prinzipiell unsere dritte Flasche. Sprich, uns fehlt nur noch eine Flasche. Und wo wir die herbekommen, sehen wir im nächsten Part. Also, wenn euch der Part gefallen hat, lasst doch einfach mal, ja, einen schönen. Oh, da kommt auch direkt ein Follow rein von Epic Optimist. Vielen Dank dafür. Und falls euch der Part gefallen hat, lasst einfach einen Daumen nach oben da. Denn es klingelt auch schon. Grundsätzlich, wenn ihr das Overlay total cool findet, das hat der gute. Bam, wie war noch sein Name? Amphi Let's Play gemacht. Link zum Channel von ihm findet ihr unten in der Description. Und auch zu seinem Stream-Channel. Schaut doch einfach mal vorbei. Und ja, dann würde ich sagen, schreibt Kommentare, Kommentare, Kommentare. Und bis dann. Ciao.